Akko gehört mit seinen 60.000 Einwohnern zu den antiken Hafenstädten des Mittelmeeres, die für Römer, christliche Kreuzfahrer und Muslime gleichermaßen bedeutend waren. Aus der Bibel wissen wir, dass Paulus auf seinen Reisen Station hier machte. Den Römern diente sie als Garnisonstadt. 1104 eroberten die Kreuzritter die Stadt. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit Akkus liegt unter der Erde, die Festungsstadt der Kreuzfahrer. Die Johanniter haben Akku zur militärischen Metropole des Kreuzfahrerreiches gemacht und es zu einer uneinnehmbaren Festung ausgebaut. Die El-Jessa-Moschee ist das arabische Wahrzeichen der Stadt und wurde in den Jahren 1780 bis 1790 erbaut.
Karawanserei El Umdan wurde 1785 erbaut und diente als Lagerort für Besucher. Im Jahre 1908 wurde in der Karawanserei ein Turm erbaut. Nazareth ist bereits seit biblischen Zeiten bewohnt. Die Stadt erlangte vor allem durch Jesus Bedeutung. Hier verbrachte er seine Jugend. Hier entwickelte er seine religiösen Vorstellungen. Hier begann seine Lehrtätigkeit. Nazareth ist mit seinen 65.000 Einwohnern die größte arabische Stadt Israels. Die Verkündigungskirche ist die bedeutendste Sehenswürdigkeit Nazareths und zugleich eine der größten christlichen Kirchen im Vorderen Orient. Die Kirche steht seit 1966 genau an der Stelle, an der Maria von der kommenden Geburt Jesu erfuhr. Ah.
die Grotte, in der die heilige Familie nach ihrer Rückkehr aus Ägypten gelebt haben soll, wurde in Form eines quadratischen Raumes aus dem Felsen des Hügels geschlagen. Auf dem Gipfel des Berges Tabor wurde Jesus vor den Augen der Jünger Petrus, Jakob und Johannes verklärt. Jahre 1924 wurde die Verklärungsbasilika eingeweiht, an der unter anderem die Fassade mit ihren zwei massiven Türmen bemerkenswert ist, die nach byzantinischem Vorbild durch einen großen Portalbogen miteinander verbunden sind.
Beit She'an gehört zu den bedeutendsten Städten Palästinas in der Antike. Das römische Theater wurde im ersten nachchristlichen Jahrhundert erbaut. Es bot damals für ca. 7000 Zuschauer Platz. Achlefet chayai bechayecha. O Yeshua, Yeshua, rak ata, rak ata. Ve'ata sheli. Lifriat libi nieta ve'ayin biladecha. Kapernaum, wo Jesus predigte und viele Wunder vollbrachte, gewann er seine ersten Jünger, Petrus, Andreas, Jakob und Johannes, alle Fischer vom See Genezareth. Die alte Synagoge wurde im 2. Jahrhundert erbaut.
Kirche steht an der Stelle, wo das Haus von Petrus stand. Der See Genezareth ist 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit und bedeckt die Oberfläche von 170 Quadratkilometern. Der See liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel.
Den größten Teil seines dreijährigen Wirkens als Rabbi verbrachte Jesus in den Städten und Dörfern am See Genezareth. Yeshua.